Teile von Südamerika leiden seit Wochen unter einer ungewöhnlichen Kältewelle. Besonders betroffen ist Bolivien. Tausende Menschen sind dort eingeschneit und können derzeit auch nicht von außen versorgt werden. Die Situation ist ernst, denn es sind noch weitere Schneefälle angekündigt. 4 Tage lang wütete der Schneesturm im bolivianischen Hochland. Jetzt sind 7000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Rettungskräfte können viele Dörfer nicht erreichen. Bolivien bittet seine Nachbarländer um Hilfe. Es fehlen vor allem Helikopter und Räumgeräte. Wir haben den Ausnahmezustand in der Region Potosí ausgerufen und die Regierung gebeten, internationale Hilfe zu organisieren. Wir brauchen größere Hubschrauber, um die betroffenen Gebiete zu erreichen. Boliviens Infrastruktur ist auch normalerweise in einem desolaten Zustand. Nur eine Handvoll asphaltierter Fernstraßen gibt es überhaupt. Deshalb traf der Schnee das Land so hart. Unter den Eingeschlossenen sind auch Touristen. Doch vor allem die arme Landbevölkerung braucht Lebensmittel, Medikamente, Futter für die Tiere. Die Bauern rechnen mit großen Ernteverlusten. Das ärmste Land Südamerikas ist darauf nicht vorbereitet.